Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute stehen wir vor Thomas Philips. Das ist auch ein Schnäppchenladen. Hier gibt es ganz schöne Herbstdeko. Also ich habe auf jeden Fall das Prospekt gesehen und das hat mich schon ein bisschen überzeugt. Also ein, zwei Sachen hätte ich gerne. Und dafür sind wir auch hier. Und dann dachte ich, naja, wenn wir eh schon hier sind, dann können wir die Kamera auch mitnehmen und für euch die Herbstdeko auch abfilmen. Und ja, das werden wir jetzt auch tun. Jetzt seht ihr nochmal das Prospekt. Also hier ist Halloween-Deko auch am Start. Die Rockstars haben mich auf jeden Fall interessiert. Der Rockstar ist hier schon stand. Ja, deswegen habe ich das doch gesagt. Ach so. Okay, ja. Also ganz klug. Und hier, stopp. Das haben wir letztes Jahr haben wir gekauft, aber es ist leider eingegangen. Ich möchte nochmal einen Beerenstrauch haben. Ja, von unserem Balkon Mission Heidelbeer-Balkon hat nicht funktioniert dieses Jahr. Das ist leider Jahr eingegangen. Aber wir pflanzen die diesmal innen um. Boah, guck mal hier für Hunde so ein Serrano-Schinkenknochen. Oha, oha. Das ist aber nicht die Herbstdeko. Guck mal, das ist jetzt hier schon Himbeeren. Nee, das sind. Da oben ist Beerenstrauch, Sträucher. Brombeere, Pampasgras. Ich fahre mal beiseite, dass ich Ja. Ich guck mal, ob Blaubeere dabei ist. Nope. Gehen wir mal beiseite. Ja, ich weiß, dass wir im Weg stehen. Hilft jetzt aber gerade alles nichts. Das interessiert dich. Einmachglas XXL, 3,50 Euro. Ja. Willst du mitnehmen? Das ist ein großes Einmachglas mit 4000, also 4 Liter fassen da rein. 4,25 Liter. Ja. Für 3,49 Euro? Eigentlich voll gut. Willst du mitnehmen? Ja, ein großes Einmachglas nehmen. Für Reis? Du kaufst doch immer so große Mengen. Ja, das ist. Oder Nudeln oder Mehl. Ja, das passt alles rein. Das ist gut. Aber das ist schon sehr groß, Ozok. Ich bin auch sehr groß. Okay, der große Mann braucht ein großes Glas. So, für 4 Euro gibt es hier so Filzläufer. Finde ich ganz süß, aber nichts Besonderes. Für 4 Euro. Hier hatten wir Halloween-Deko. Ja, wild auf jeden Fall. Also es glitzert mir jetzt zu krass. Sind sie eine lilane Spinne? Ah ne, das ist so eine Katze. Ach, das ist so eine Miau-Miau-Katze. Katze aus Limetta. 1 Euro. 1 Euro. Miau-Miau-Miau-Miau. Überragend. Ja. Kürbisse sehen schön aus. Das ist, wenn du die ausbreitest, ist es über 1 Meter groß, die Beine. Achso, ja, den wollen wir auch mitnehmen. 2 Stück, also kostet einer 1,11 und dann nehmen wir 2 Stück auch noch mit. Hier sind die Hokkaido-Kürbisse für 1,11 €. Dann nehmen wir die gleich mit. Genau. Das ist nämlich perfekt, die werden wir heute auch direkt verarbeiten. Oh, hier gibt es auch so schöne runde Teller. Oh, ich stehe auf diesen Keramik-Scheiß, ne? Was ist das für ein Halloween? Das sind Spinnen? Ne, das sind Totenköpfe. Aber hier sind Spinnen drin. Das sind Gartenstecker. Das ist cool. Ah, das ist nicht schlecht. Was ist das? Das ist ein Klopf. Und das ist ein Zombie. Zeig, guck mal, Schatz, ist das den Kürbis? Das ist ein Kürbis, der hier überlegt, ob es Frankenstein ist, aber das ist schon, also Frankensteins Monster, aber das ist schon sehr, sehr kreativ. Skelettglas. Ich glaube, den wollte ich auch haben. 60 cm. 65 ist der. Also mit dem längsten Faden dran. Ne? Oh, ich glaube, den wollte ich mitnehmen, ne? LED-Leuchtkugeln. Cool, ne? Das ist Material, fand ich. Nee, ist keine Batterie drin, musst du alles extra kaufen. Ah, okay. Mhm. Dann leuchten die so. Das ist ja auch so cool. So reingesteckt. Das ist ein ganz schönes Licht, guck mal. Kannst du ganz einfach rausnehmen. Okay. Eine Lampe. Das ist sehr. Lose. Hm.
Oh, das will ich auch noch unter Deko ziehen. 6 Euro für so einen Strauß. Mhm. Und Licht. Und die finde ich auch cute, die Kugeln. Das ist eher Weihnachten aber, ne? Die ist krass, oder? Das ist cool. Kann ich die mitnehmen für 4 Euro? Was ist das? Das ist auch aus Plastik, glaube ich. Polyresin. Ah, okay. Ist sehr leicht, ja. Ist cool, oder? Wollen wir eine mitnehmen? Möchtest du eine haben? Weiß ich nicht. Deko-Tablett, das ist halt Weihnachtsdeko. Genau, das ist schon für Weihnachten. Und die Eicheln finde ich echt cute. Schöne Farbe. Die oder die denn? Die hier. Okay. Wir haben ja allerhand, ne? Aber so viel Herbstdeko hatten wir jetzt nicht mehr gesehen, war nur vorne. Mhm. Da sind wir ja schon die Letzten sozusagen. Das ist ja so Frühlingsdeko. Mhm. Das Wichtige daran ist ja, das ist ja Restposten. Das heißt also, es kann immer schnell ausverkauft sein, wenn was in der Werbung ist. Ja, wenn euch was bei der gefällt, direkt kaufen. Genau, nächste Woche war jemand anders schneller. Ja. Dann findet ihr nichts mehr. Hinteren Abteil noch gehen, das ist ein großes Thomas Philips. Ja. Wir sind extra weiter weggefahren, weil wir dachten, größer, schöner, besser, mehr Deko. Ach so. Sommer. Zu viel Glitzer, würde ich sagen. Zu viel Glitzer, ja, weil das hier oben auch alles auf der. Das ist dann immer, das hat man meine Finger dann. Ich mag das nicht. Nee. Ja. Ansonsten richtig schöne Farbauswahl auch von den Kerzen. Das finde ich nice. Wir müssen nochmal an der anderen Seite schauen. Oh! Birkenzweige. 80 cm lang. Aber was ist der Durchmesser? Das finde ich voll cool. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ist nicht begeistert, dass ich so Bäume mag. Doch. Wir haben ja auch Bäume als Deko zu Hause in der Wohnung hängen, in der Stube. Mhm. Im Wohnzimmer. Da passt das schon. Ja. Aber gut, dass ich das weiß, dass es das hier gibt. Also wir haben hier noch Makramee-Garn übrigens für 4 Euro. Aber kein Weiß oder Beige oder so Naturfarben, sondern krasses Rosa auf jeden Fall und Grau. Mhm. Holztablett, auch nice. Okay, hier sehen wir. Braucht man denn Dekosand? Ja, für Dekoration. Das kannst du in Vasen reintun zum Beispiel oder auf Schalen. Hier hat jemand schon Kugeln. Ja, das ist Deko-Kugeln. Das kannst du zum Beispiel in Vasen machen. Wasserspeichernde Kugeln sind. Ja. War schon offen. Das ist so glibberig. Ja, Schatz. Das ist so wie Bubble-Tee, aber nur. Nicht trinken, Schatz, bitte. Nee, also wir haben hier ganz viel Maritimes auf jeden Fall noch. Also das Holz, das lacht mich wirklich an. Schatz, vor allem die 80 cm. Ja, und wir haben hier nochmal Herbstdeko, so wie ich das sehe. Ganz schön. Also die finde ich auch cute. Da bin ich bestimmt 6 Euro. Ist auch ungefähr der DM-Preis, ne, für diese Art von Produkt. Finde ich sehr teuer für Filz, würde ich sagen, 6 Euro. Warte. Schatz, guck mal, hier habe ich Fenstersticker entdeckt. Die könnte man sich raufkleben für den Herbst. Ja, findest du die ganz gut? Ich finde die süß. Cool, da sind so, die glitzern auch so ein bisschen so oben. Ja, kannst du auch jedes Jahr wieder verwenden, ne? Genau, stickerst du rauf und dann, wenn du fertig bist, stickerst du ab. Ja. Kostet 1,50 Euro. Kann man nehmen. Wir haben hier richtig schöne Pilze wieder. Die haben sogar 3 Jahre Garantie. Ist ja krass. Ja gut, aber wer bringt die nach 3 Jahren zurück, ne? Na, für 1,50 bestimmt nicht. Aber die kann man auch wieder abziehen. Cool. Ja, cool. Also wir haben hier auch so, also ich finde so die Vogelsträucher finde ich so richtig erntedankfestmäßig. So. Wie teuer sind die Vogelsträucher? Die große Vogelsträucher? Ja. 3,98 Euro steht hier drauf. Also 4 Euro. Wollen wir die mitnehmen? Die gibt es in verschiedenen Formen. Einmal als Mädchen. Ich möchte ein Mädchen. Als Junge mit einer Lederhose. Nee, wir nennen ein Mädchen. Okay. So, zack.
Das sieht gut aus. Ja, jetzt den Oktober kannst du die ganze Herbstdeko noch drauf lassen und dann im November musst du anfangen mit Weihnachtsdeko. Ja. Mache ich auch. Ein Eichenblatt, eine Schale. Auch schön. Hier gibt es nochmal die Eichen in Blau. Aber in Blau gefällt mir nicht so gut wie die andere. Die andere sah schöner aus. Türstopper. Und ich habe schon Weihnachtsdeko entdeckt. Das zeige ich euch jetzt. Wird hier gerade schon krass aufgebaut alles. Ja, cool. Ich glaube, die Weihnachtsdeko, die wird noch... Ja, ja, vorbereitet, die noch mehr hingestellt. Die wird gerade aufgebaut. Schauen wir uns das hier noch an. Ach mei, Spieluhren. Ach, mit Ton sogar. Cool. Richtig schön. Da, die ganzen Grenzen und sowas. Und Riesenwichtel. Ui. Der Riesenwichtel ist auch gut. 25 Euro. Ich dachte, ich bin dein Riesenwichtel. Du bist mein Riesenwichtel. Siehst du den Preis? Wir müssen mal rumlaufen von dem Wichtel. Die kleinen kosten 25. Wir wollen große Deko. Große Deko, große Riesendeko. 80 Euro, oder? Er hat hinten auf seiner Mütze ein Aufkleber. Hi. Da oben ist es. Kostet 80. 79,95 Euro kostet. Ach, krass, der. Aber der wackelt auch so schön. Ja, ja, ja. Fröhliche Weihnachten. Also ich finde den schon sehr cool, Osorg. Ich bin ein Weihnachtsschaf. Ich weiß, wem das gefallen würde. Ich weiß auch, wem das gefallen würde. Ist auch ein Türstopper, glaube ich, weil hier unten ist fest drin in den Füßen. Ja, kannst du als Türstopper scharf. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Also können wir 80 Euro mit? Nee, so viel habe ich jetzt nicht in der Tasche. Aber auf deiner Plastikkarte, oder? Ja, habe ich bestimmt zu Hause. Oh, sehr hart zu mir. Also diese durchsichtigen Geschenke finde ich auch nicht schlecht. Die leuchten meistens auch nur mit LEDs für 12 Euro. Hier so ein großes. Und ja, wir haben heute Weihnachtsdeko. Ganz, ganz viel. Und hier auch. Was ist das? So ein Metallring für einen Drahtkranz mit 35 LEDs. Ich weiß nicht, ob das weihnachtlich ist. Ist wild. Ja, also die gibt auch Mädchenwichteln. Hattest du den Pinguin schon gesehen gehabt? Oh, der ist ja auch cute. Das ist eine Pinguinin. Ja, Pinguin Mama mit Kind. Und kostet 18 Euro mit Schnee oben drauf. Das ist voll schön. Gefällt mir auch ultra gut. Ja, schön. Nee, wir sind ja nicht für Weihnachtsdeko hier. Aber wir haben euch das jetzt auch mitgezeigt, ne? Das hier im Wagen werden wir alles kaufen. Ja. Und, oh, da sind noch Katzenkörbe. Katzenkörbe? Da. Oh, guck mal hier, was ich hier noch entdeckt habe. Erstmal hier, Wolleparadies natürlich. Schäfis. Schön. Also auch diese Rostoptik, ne? Das fässt sich nicht gut an, aber ist ganz modern jetzt. Also, sieht immer ganz stylisch aus, aber wenn man es anfasst, hat man die ganze Hände voller Gruß dann. Ja, ja, das ist nicht so geil. Ja. So, ich zeige euch jetzt noch die Katzenkörbchen. Auch ganz viel Rostdeko. A little elephant. Hier war irgendwo war doch eine Katze, genau. Oh. Warte mal, Schatz, ich halte das mal für dich hier. Das miau, miau, ich bin besonders nachhaltig. Bitte verfüllen Sie mich. Cute, ne?
cute, mag ich. Ich sehe gar nichts. Das Gesicht ist jetzt falsch rum, Schatz. Okay. Der Ausdruck muss immer alles auf seinen Kopf setzen. Ich finde das lustig. Jo, nur geh mal bezahlen jetzt, würde ich sagen. Also trinkt mit Kalorien und ich trinke die ohne Kalorien. Das ist korrekt. Mit Süßstoff. Oh, jetzt haben wir doch schon ganz viel im Wagen. Ja. Thomas Phillips hat immer noch ganz schöne Gewürze und auch ein paar importierte Lebensmittel, die es halt so nicht überall zu kaufen gibt. Das ist halt ganz schön eigentlich immer. Auch Großpackungen manchmal kann man hier richtig gut sparen. Ein Kilo für 5 Euro, Juli, hier Erdnüsse. Ah, okay, cool. Ohne Salz, dafür Salz zahle ich nicht so viel. Was soll ich euch sagen? Wir haben jetzt hier für 50 Euro eingekauft. Ich habe den Kassenbon hier in meiner Bauchtasche. Von Thomas Phillips. Ich glaube, wir hatten euch alles zwischendurch gezeigt, was wir jetzt hier eingepackt haben. Wir sind damit sehr, sehr happy. Wenn ich die Kürbissuppe mache, die machen wir nämlich gerade raus, machen wir Kürbissuppe im Kürbis. Das Video seht ihr, glaube ich, auch vorher, vor diesem Haul. Denn wisst ihr, ich habe hier bei Thomas Phillips den Kürbis dafür geholt. Dann nehme ich euch natürlich auch mit, wenn wir das zusammen verarbeiten. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn ihr mich abonniert. Ich würde mich freuen, Thomas Phillips würde sich freuen. Und ja, ich freue mich natürlich noch mehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ciao!